ピースアンリミテッドワールドレッド。Yo, da sind wir wieder. Nein, sind wir nicht. Doch, sind wir bei einem neuen Projekt. Und zwar One Piece Unlimited World Red. Heute frisch erschienen. Heute frisch als Let's Play. Anscheinend ganz ohne Intro. Ich hätte noch irgendwas erwartet. Ich warte, lass es noch ein bisschen stehen. Vielleicht kommt da ja gleich noch ein Intro. Ich kann schon mal so viel sagen. Ich weiß nichts zu dem Spiel. Es ist natürlich blind. Ich habe anfangs, als es glaube ich, noch bevor es raus war, hier und da mal ein paar kleine Sachen gesehen. Aber habe mich dann dementsprechend absichtlich von nichts spoilern lassen. Ich kenne die ersten paar Trailer. Ich kenne keinerlei Gameplay-Elemente. Ich kenne keinerlei. Okay, ich kenne die beiden neuen Charaktere, weil die hinten auf der Packung draufstehen. Diesen Waschbär und irgendeinen Admiral-Marine-Typen. Lass mich mal kurz auf die Packung gucken. Der rote General. Und Pato. Oder Pato? Wie auch immer. Das ist halt das Einzige, was ich von dem Spiel kenne. Anscheinend kommt auch kein Intro. Ja, unterhaltbare Inhalte. Ich habe die Strohhut-Edition. Von daher kann ich mir ganz mal kurz eben noch sagen, für die, die das auch haben, kann man sich einen DLC-Quest holen, Ruffy's Strong World Outfit und die Outfits der Charaktere aus dem aktuellen Anime-Opening. Werde ich jetzt noch nicht machen. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal zwischendurch mal machen. Cross-Save, glaube ich, ist, dass man mit der Vita da die Speicherstände ja, teilen kann, sage ich mal. Denn das Spiel gibt es für die PS3, für die PS Vita, für die Wii U und dem 3DS. Und ich spiele hier die PS3-Version. Dann wollen wir das Spiel mal starten. Kann zwei Spielstände haben, okay. Ja, nehmen wir für den ersten. Story und Kolosseum. So. Dementsprechend, ich möchte auch wirklich gar nichts wissen. Ja, man sieht, es ist 26. Es ist halt, ich habe es einen Tag vorher. Ich habe hier einen wunderschönen Manga-Laden, der wunderviel, der schöne Spiele hat, und zwar gerne mal ein bisschen früher. Also, wie gesagt, es ist komplett blind. Ich möchte bitte keine Spoiler, ich möchte kein Backseat-Gaming. Ich finde selbst raus, wie man das Spiel spielt. Von daher bitte keine Tipps. Das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen, das könnte ich machen. Bitte keine Spoiler, dass das und das alles noch kommt. Und den Rest erzähle ich gleich. レッドフィールド、ああ、昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが、奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか？やつはたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。我には仲間などおらぬ。ただの一人もな。落としたか。やはり歳は取るものではないな。Okay, Smoker und Aokiji auf der Seite der Feinde? Huch. What happened? Kudo Basto! Juhu! Oh! Oh! Oi, Tanuki! Are ka?お前の言ってた約束の島ってのは。ああ、間違いない。あの島だ、ルキキ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、
釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。抜き。チョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶を。俺はタヌキだね。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ。あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。なるか。引き返すぞフランキー。サンディ海賊弁当大盛り。ないよ。Mir gefällt der Grafikstil. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ist. Ich denke mal, da es Unlimited im Namen hat, wird es wahrscheinlich ähnlich der Unlimited Cruise-Reihe sein. Die mir sehr gefallen hat. Man siehe beide Let's Plays. Das normale Spiel ist das Re-Let's Play von beiden Teilen. ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい、そしてあたしとロビーはウィンターショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。ほらちょっと露出高めの衣装とか。意義なし。ねえねえ、オイラは。あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ぬきき。そして、肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくれ。宿屋に集合よ。勝手に町の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うひょー。Ich werde nebenbei in den Cutscenes nicht reden, wenn die... Genau, was ich gerade sagen wollte. Wenn die Charaktere eh selbst sprechen, jetzt halt eben auf Japanisch, werde ich nicht dazwischen reden, wenn es nur sowas wie so ein kleines Lachen ist, um es quasi einzuleiten, werde ich dann doch sagen. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Suche nach Essen. Vielleicht können die Stadtbewohner etwas empfehlen. So, einfache Steuerung. Du steuerst Ruffy beim Erkunden der Stadt und anderer Gebiete. Verwende L, um dich zu springen und bewegen, und X, um zu springen. Verwende R, um die Kamera zu drehen. L1, um die Kamera auf Ruffy zu richten. Nicht hinter Ruffy? Egal, sehen wir ja gleich. So, Kameraeinstellung kann ich. Option, ich darf wahrscheinlich erstmal gleich wieder drehen. Nee, das ist sogar in Ordnung. Okay, mit L1 mache ich direkt hinter mir. Okay, kann ich irgendwas anderes machen? Nö. Start. Schauen wir es mal mit Optionen. Lautstärke, dürfte eigentlich so in Ordnung sein. Kamerasteuerung. Könnte ich drehen, aber passt mir eigentlich. Einfachschalter. Ändere die Schwierigkeit. Ich bitte euch. Hallo? So, schauen wir uns mal hier so ein bisschen um. Okay, unsichtbare Wände sind immer gut. Kann ich hier irgendwie was... Ach komm, wir reden mit dem Charakter dort. Mit dem... Ah, mit Kreis. Rede mit allen, die du siehst. Du könntest wichtige Informationen für dein nächstes Abenteuer erhalten. Wobei, bevor ich hier rede, erstmal noch ein paar kleine Sachen zum Spiel. Oder zum Let's Play, besser gesagt. Also, 15-Minuten-Parts ist man ja gewohnt. Ist eigentlich mittlerweile Standard bei mir. Es wird gerne auch sicher mal ein bisschen länger, wenn da so eine Cutscene dazwischen kommt. Aber rechnet einfach so mit 15 bis 20 Minuten Parts. Da das jetzt ein neues Projekt ist, werde ich jetzt erstmal noch nicht so viel aufnehmen, um erstmal auf eure Rückmeldung zu warten. Die Sache ist jetzt, könnt ihr mir jetzt sagen, läuft das Video flüssig? An allen Stellen? Ist die Bildqualität schön? Ist die Soundqualität schön? Schreibt mir einfach alles unter diesem und unter dem nächsten Part am besten auch nochmal. Dann werde ich am Wochenende dann nochmal ein kleines bisschen aufnehmen und gucken, wie das denn dann so am besten wird. Weil, wenn ich bedenke, bei Pirate Warriors hatten wir damals auch ein bisschen Probleme am Anfang. Ich denke mal, da ich es genauso aufnehme wie Final Fantasy, sollte es eigentlich gut laufen, aber ja. Bitte um Rückmeldung und dann machen wir jetzt mal weiter. Hey Mister, wie hast du das gemacht, was du da hinten gemacht hast? Lass mich das nochmal dein Supertempo sehen.
Wie wäre es mit, wie wäre es zuerst mit etwas zu essen? Ich bin auf Hungern. Such ja Doja, wenn du Hunger hast. Die Haus ist auf der Karte. Karte? Ah, ich habe eine Karte. Wenn du ihn erreichst, wird die Geschichte fortgesetzt. Um die Karte anzuzeigen, drücke Start im Pausenmenü. Okay, ich habe dir gesagt, wo du hin musst. Jetzt muss ich mir noch einmal dein Supertempo zeigen. In Ordnung, dann pass mal auf. Was? Ah, ich kann eine Gummo-Rakete machen. Das ist ein Fahrschein, um durch die Stadt zu flitzen. Ah, da. Moment. Das war zwar jetzt nicht geplant dahin, aber gut. Fliege über die Stadt zum Gasthaus. Huch, ich falle runter. So. Ah, ich hätte dann nochmal drücken können. Cool. Erinnert mich so ein bisschen an Pirate Warriors 1, wo man da noch so viel rumfliegen konnte. So, wo ist eigentlich mein Ziel? Rechts von mir. Ich gehe mal da oben hin. Sieht interessant aus. Vielleicht finde ich ja hier oben was. Moment. Nee, doch nicht. Und. Wo bin ich denn nun? Achso, von einem Vorsprung. Ich dachte, ich fliege jetzt runter. Das ist interessant, wo man alles hier ranfliegen kann. Das ist ein Ballon. Was ist denn der Ballon dort? Wupp, wupp, wupp. Moment. Wie komme ich da hin? Achso, ich könnte einfach hier rüberspringen. Nein, könnte ich nicht, weil dann... Moment. Einmal da hoch. Und... Was macht denn der Ballon? Ich habe einen Ballon gefunden. Okay. Das sind Spinnenweben. Kann ich bei den Spinnenweben irgendwas machen? Nö. Na gut, dann springen wir mal runter und gucken wir uns mal unten in der Stadt ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. Hi. Hi. Hi, hallo, hi, hi. Okay, dann eben nicht. Kann ich mit dir reden? Nein. Vielleicht sucht ihr irgendwie... Ah, da, mit dir kann ich reden. Brauchst du eine Unterkunft? Ja, und auch eine ordentliche Mahlzeit. Tja, das tut mir gerade leid, aber die Besitzung ist gerade nicht da. Sie ist hier als Yadoya bekannt. Zieh auf dem Platz nach. Sie unterhält sich dort mit jemandem. Der Platz liegt am unteren Ende der Treppe dort drüben. Ah. Also ich bin sogar aus Versehen zum richtigen Ziel gegangen. Ups. Ha, sowas passiert. Einen sehr interessanten Körperbau, muss ich sagen. So, wer bist du denn? Die Leute, die der Stadt reden gerne. Du sollst jeden ansprechen, der so aussieht, als würde er gerne reden. Okay. Na gut, mittlerweile habe ich jetzt gesehen, die haben alle so eine Sprechblase im Kopf, die mit mir reden möchten. Von daher schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch jemanden zum Reden. Da ist ja noch ein Ballon. Höp, 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 höp. Bleib mal hier. Yes. Panda-Ballon. Kann ich den irgendwie kaputt machen? Okay, ich springe auch höher, wenn ich gedrückt halte. Okay. Gut, gut. Kann ich darüber fliegen? Nö. Zumindest nicht von hier aus gerade. Ups, so. Das kürzt doch hier und da ein paar Wege ab, wenn man da einfach wieder hochspringen kann. Du möchtest auch nicht reden. Kann ich hier irgendwas mit dem machen? Nö. Das ist so ein kleiner Hocker einfach nur. Moment, jetzt bin ich ja wieder hier. Achso, da hinten muss ich hin. Da. In die Richtung. So. Und irgendwo da unten. Okay. Ah, das ist noch ein Ballon. Ich weiß zwar nicht, was die mir bringen, aber ich sammle die einfach mal ein. Vielleicht ist es irgendwie sowas wie irgendwas Sammelbares einfach. Und ab in die nächste Cutscene. Ich hätte vielleicht auf die Zeit achten sollen. Ich rieche den ersten Kampf. Schalte die Raufbolde auf der Straße aus. So, normale Angriffe mit Viereck und Dreieck. Okay. Und springen, um den Gegner zu besiegen. Mit Viereck kannst du wiederholt für deinen Combo-Angriff und im Sprung dann Viereck oder Dreieck für einen Luftangriff benutzen. Okay. Aber ich würde sagen, ich kann sogar einen Anführer wechseln. Stimmt, das habe ich auch noch gesehen, dass man dann schon mehrere Charaktere gleichzeitig haben kann. Ich würde sagen, das war die Folge für heute. Morgen widmen wir uns dann dem ersten Kampf und schauen mal, was dabei rumkommt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.